Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Ja, wir haben in der letzten Folge eine kleine Reise in die Vergangenheit unternommen. Das ist nämlich die Fähigkeit, die HW hat, wenn wir auf Gegenstände treffen, die uns an unsere Vergangenheit erinnern. Und somit haben wir herausgefunden, wie wir ganz leicht Schrauben lösen können, mithilfe unserer Zehennägel. Juhu! Fußnagel. Ja. Ja, leider kommen wir jetzt natürlich hier noch nicht weiter, weil der Rotor des Ventilators sich hier noch dreht und wir sonst zerhäckselt würden. Ja. Und jetzt stehen wir natürlich vor dem Problem, wie wir rauskommen. Alles haben wir hier schon ausprobiert, aber mir ist eingefallen, es ist gar nicht so schwer, was wir tun müssen. Denn wir müssen doch einfach nur wieder dafür sorgen, dass der nette Wächter, der vor unserer Tür steht, das wieder ausschaltet. Ne? Er hat ja dafür gesorgt, dass wir es ankriegen, also wird er auch dafür sorgen können, dass wir den wieder ausmachen. Also, dass er ihn wieder ausmacht. Hallo! Na Süße, was gibt's diesmal? Ich glaube, wir müssen einfach nur wieder fies zu ihm sein. Und zwar müssen wir da wieder über Golf sprechen. Über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Ja, hast du. Schon mehrmals. Und wir wollen... Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Dass du uns was über deinen Schläger erzählst? Ich hab dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Ja, richtig. Yep. Und jetzt wollen wir dir eine überbraten. Ein großer Mann. Beziehungsweise sollst du. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So, jetzt sei er mal traurig. So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Ja, danke. Das war genau das, was wir wollten. Idiot. So, jetzt kommen wir doch hier raus, oder nicht? Warte mal. Nur noch dieser Ventilator trennt mich von der Freiheit. Ja, den... Nimm den einfach, komm. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Ja. Und... Hella! Blub. Sehr gut. Sehr schön. Dann ab in der Freiheit. Ja, geh zur Schacht. Och, wie süß. Jetzt hocken wir hier mit Harvey zusammen. Okay. Super. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Mhm. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben! Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Oh. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Richtig. Das sind ja brisante Infos, die wir erhalten haben. Ne? Ihr Vater ein Mörder angeblich und ja, er sperrt uns hier quasi ein in diese Irrenanstalt, um uns einfach irre zu machen, damit keiner die Wahrheit glaubt, die wir insgeheim noch wissen. Wir müssen uns nur daran noch erinnern, was damals vor 10 Jahren passiert ist. Nett ist auch wunderschön hier dieses Skelett. Einer, der versucht hat, hier auszubrechen mit dem Löffel. Ist aber nicht weit gekommen. Naja, und dann ist er verhungert. Oh je, je. Können wir auch hier durch? Mhm. Sind wir hier? Wo sind wir hier? Hier kommen wir nicht weiter. Gitter. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Es ist so fies zu uns. Zu.
War ja klar. Na klar, war das klar. Okay, hier wollen wir nicht rauskommen. Ich denke mal auch, wir müssen erstmal dahin. Geht da? Können wir uns das nochmal sehen? Ist leer. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Das ist gut. Können wir jetzt da auch einfach so da rein? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Klung. Langsam werde ich richtig gut darin. Ja, sehr schön. Ab ins Büro. Oh, wie schön, stehen wir da in der Ecke. Ja, dann schauen wir uns erstmal um, ne? Artikel. Was ist da? Pokale? Wo fangen wir denn an? Oh Gott, hier ist so viel. Okay, als erstes Poloschläger. Ein Meisterstück. Den nehmen wir hoffentlich mit. Ein Poloschläger. Jawohl. So, dann tasten wir uns hier vor. Schublade. Zu. War klar. Das macht mich rasend. Okay, was ist das? Ein Diplom? Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Können wir das mitnehmen? Nein, da Nein. ist... Huch, was? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ach so. Pokale. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Oh, wie schön. Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Tja. Okay, hier ist ein Schrank. Den können wir öffnen. Genau. Ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Ja, sehr schön. Okay, wir können ihn auch wieder schließen. So Fenster. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Hätte ich nur meine Handwerkerausbildung abgeschlossen, dann könnte ich dieses Fenster wirklich mitnehmen. Richtig. Machen wir nicht, können wir nicht, okay. So, Stuhl. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Naja. Naja. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ja, schade eigentlich. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ja, das will ich auch wissen. Ein Schreibtisch aus feinsten... So, das hatten wir gerade. Ich wüsste... Kugelschreiber. Schwupp, alle eingesteckt. Okay. Was haben wir hier noch? Den Kamin. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Das Feuerholz, das interessiert uns aber nicht. Ich denke mal, den Kamin kann man auch nicht mitnehmen. Der wird fest sein. Das ist ein Lexikon. Haben wir gleich mitgenommen. Ein Foto? Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwo hier. Okay, kann man das mitnehmen? Muss Bild nehmen. Muss Bild nehmen. Nein! Ich kann nicht. Aus tiefster Seele weiß ich, dass ich es nicht will. Okay, was mit dem anderen Foto? Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Okay, ich denke mal, den will sie auch nicht mitnehmen. Dann noch ein Foto. Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Können wir das mitnehmen? Ich will kein Foto mitnehmen, auf dem ich unglücklich aussehe. Okay, dann haben wir dann noch einen Artikel. Ein Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Und den können wir jetzt lesen. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Ist auch geil, ne? Bussi-Bär-Observer. Bussi-Bär. Schön. Ja, der Mörder gefasst. Nicht drauf ein Streichelzoo vermisst? Was? Können wir das nehmen? Nee. Können wir drüber reden? Nee. Können wir das benutzen? Nö. Okay, dann war es das dann wohl. Tja, unser Vater wurde als Mörder gefasst. Ja, aber das wussten wir jetzt schon soweit, ne? Soweit so gut. So, was haben wir denn hier? Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Ja. Siehe auch Wörterbuch. Ja, schön. Poloschläger? Ich habe einen Poloschläger und ich werde ihn benutzen. Alles klar, wir sind also bewaffnet. Dieser Kugelschreiber sieht extrem teuer aus. Damit, ja, können wir also irgendwas irgendwo raufkritzeln. Gut, dann bleibt uns ja nur noch die Tür. Huch! Huch! Huch, ja. Huch trifft gut. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist,
Wie bist du aus der Zelle gekommen? Das werde ich dir doch nicht verraten. Hallo? Spinnst du? Ich hatte Hilfe von außen, ich musste auf Toilette, mich verlaufen. Ja, das ist gut. Ich habe keine Beziehkräfte. Dieser Minigolf-Wächter hat mich freigelassen. Oh, dann kriegt er Ärger. Das wäre vielleicht ganz cool. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel, er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du Marcel kommst ist jetzt also weggegangen? Mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ja, niemals. Niemals. Ich will mit Dr. Marcel sprechen, sofort. Sind nicht zu spät, Freude zu werden. Nein, niemals. Ha, niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Ja, aber sicher. Wir werden sehen. Ja. Gehe zu um den Tisch. Okay. Naja, komm, wir haben jetzt eine Waffe, ne? Wir knüppeln den einfach mal um. Ist ja klar. Wir sind mutig. Sie rennt jetzt um den Tisch. Bock. Ja, sehr schön. So, können wir jetzt mit dir was machen? Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Ja. Edna. Sagt es lauter. Edna. Sehr, sehr schön. Können wir den nehmen? Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Ach, echt, ja? Aber wohin mit ihm? Ja, komm, das ist ja wohl eindeutig. In den Schrank. Pack ihn in den Schrank. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Na, ich weiß. Ja, der danke. Schrank. Ich wollte gerade sagen. Auch noch auf dem Kopf, ey. Also echt, komm, mach Tür zu. Gut, liegt da noch was? Ach nee, das ist vom Teppich, so aus wie so ein Kamm. Ja, dann ab durch die Tür. Ui, ui. Ui, ui. Ich finde ja, das Spiel macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich finde das ganz witzig und total super, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es ein bisschen schwer wird. Also teilweise. Ja. Ich meine, wir sind jetzt in der Folge 4, glaube ich, und da waren schon echt ein paar knackige Sachen bei. Mal gucken, wie es noch so wird, ne? Jetzt gehen wir hier, sind wir also im Flur. Hier haben wir nochmal ein Fenster, eine Dachluke. Eine Pflanze. Ja, wir gucken erstmal. Und noch eine Tür. Und wir können auch weiter den Flur lang gehen. Na, wir schauen natürlich erstmal durch die Dachluke. Die garantiert uns nicht helfen wird. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Hm. Mann. Nimm Dachluke? Ja. Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Nein, aber klappt denn der Trick nicht auch da? Es ist zu hoch. Ach so. Ich komme nicht an. Okay, verstehe. Dann eben nicht. Nimm bei ihm die Pflanze. Eine besonders rankige Ranunkel. Kannst du sie nehmen? Oh. Hoppla. Das hat Krach gemacht. Ne? Absicht. Psst. Das wollte ich nicht. Nö. Gelogen. Komm. Das macht jemand anderes weg. Ja, aber hätte sein können, dass unsere Scherbe hilft, ne? Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Ja, irgendwie schon. Komm, wir nehmen sie mit. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Na gut. Auch nicht das nette, hübsche Tuch da oben drauf? Nö, ne? Gut, gehen wir einfach durch diese Tür. Komm, wir gehen durch diese Tür. Huch. Oh, sind wir jetzt hier bitte gelandet? Hier steht so viel Krempel rum. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Ja, das ist klar. Reagenzgläser, okay, da kommt sie nicht ran. Wäsche? Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Schade. Ich wollte gerade sagen, vielleicht könnten wir uns was anderes anziehen. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Alf, Opa. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genauer erinnern. Wer kennt Alf nicht? Können wir den mitnehmen? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig okay, ich... sie mag ihn nicht. Was ist das hier noch? Ein Hirn, ja. Klar, das werden wir bestimmt nicht mitnehmen. Benutze Hirn! Ja. Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Bitte? Pfoten weg. Sehr cool. Der ist kaputt. Schade. Schmeckt nach Ananas. Wie?
Sie hat es probiert? Also mal. Hm, schmeckt. Ja, na klar. Und nochmal ein zweites Mal. Nochmal Wäsche? Die unterscheiden sich nicht. Okay. Geht nicht. Die sind unvollständig. Du sollst auch nicht Kegel spielen. Oh, Comics. Ich lese es später. Hast du jetzt aber eins mitgenommen? Nee, nimm doch eins mit. Mitnehmen. Nimm Comics. Ja, so ist es brav. Okay, Bowlingkugel. Kommen die auch natürlich? Die Kegel sind nicht vollzählig. Ja, du sollst ja auch nicht die... Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Hm. Wozu? Kegel? Die sind unvollständig. Na gut. Hm, was da wohl drin ist? Dann schau doch bitte mal nach. Oh je. Boah, das klingt nach... Glas. Porzellan. Ja, fast so als ob. Ich mach's nochmal. Oh. Potztausend. Das ist Glas. Ja, toll, super, Edna. Sehr schön. Das erregt auch gar keine Aufmerksamkeit, wenn es irgendwo so laut scheppert und kracht. Genug Schaden angerichtet. Ja, danke. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Ja, das denke ich aber auch nach der Aktion hier gerade. So, ist hier auch noch was? Nö. Nur ein Fenster, wo irgendwie was Ekliges darunter läuft. Eine Lampe, die ist uns aber auch egal. Okay. Benutze Fenster. Oh. Was? So einfach? Können wir da jetzt raus? Ach, herrje. Jetzt stehen wir hier auf dem Dach. Da gehen wir zur Dachkante. Kommen wir da um die Ecke. Eine Antenne. Eine Antenne. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Komm, die können wir doch einfach abmontieren. Ich empfange auch so schon genug. Ja. Dann gehen wir nochmal zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Ja. Alles wird gut, alles wird gut. So, können wir das hier... Sehr schön. So, wie haben wir das auch noch? Sieh her, Harvey! So kann die Regierung Piratensender ausspionieren. Ach, da hätte ich auch von allein drauf kommen können. Mhm. Okay, wir können sie jetzt aber nicht abmachen oder noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns das einfach mal merken. Vielleicht später noch oder so. Gehe zurück. Ja, das ist ja cool. Wir gehen zuvor. wo sind wir? Ach so, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, sozusagen. Hier ist jetzt aber auch nichts. Da ist noch unten. Ja, wir einfach so runterspringen können, weiß ich nicht. Das sieht aus wie die Stelle, wo wir vorhin waren. Und das wird vor dem Büro sein. Ich weiß nicht, ob wir... Nein, ich will zurück. Kommen wir da herunter? Wow. Oh. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Mist. Okay, dann glaube ich, müssen wir wieder rein, ne? Draußen bringt uns jetzt nichts wirklich weiter. So. Okay, dann haben wir uns jetzt erstmal ein bisschen umgesehen, sind auf jeden Fall im Büro des Leiters Dr. Marcel gewesen, haben einfach mal den Wächter umgenietet und ja, sind ein bisschen auf dem Dach spazieren gewesen. Das war doch eine schöne Folge, die ich finde. So, ihr Lieben, in diesem Sinne, lasst mir ein paar Kommentare da. Und ich freue mich auf, darauf sie zu lesen und freue mich, dass ihr dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!